Moin und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute geht es bei mir um das Thema Politik. Ihr wisst ja, es geht ja wieder irgendwie wieder weiter in der Politik. Und der Vorsitzende der CDU, Friedrich Merz, muss man den an meinen Akku laden, von der CDU, war zu Gast bei Sandra Maischberger. Und wir hören mal rein, was er zu sagen hat bei Sandra Maischberger. Und dann würde ich mal sagen, lange Rede, kurzer Sinn, los geht's. Ja, es geht auf jeden Fall auch um das Thema Markus Söder mit der Grünen Partei. Da kommen wir aber am Ende des Videos dazu. Würde ich mal sagen, hören wir erst mal rein, was Friedrich Merz zu Sandra Maischberger sagt. Würde ich mal sagen, let's Wir go. hatten es gerade mit Elon Musk und wir haben erfahren, dass Dieter Bohlen sich bei Ihnen gemeldet hat und gesagt hat, ich bin dein Elon Musk. Sie haben sich sofort die Telefonnummer besorgt und haben mit ihm telefoniert. Ist er jetzt Ihr neuer Elon Musk? Worüber haben Sie gesprochen? Ich vermute mal, dass Dieter Bohlen den Vergleich mit Elon Musk nicht gelten lassen würde für sich. Und wir haben auch nicht über die Besetzung des Bundeskabinetts gesprochen, sondern wir haben miteinander. Er hat gesagt, wenn der Trump den Musk holt, ich Ja, wäre ja auch da aber für das sind Merz. aber doch zwei ganz unterschiedliche Berufstätigkeiten. Wir haben Ja. nicht über das Kabinett gesprochen, sondern wir haben ein bisschen über Musik gesprochen und ich habe mich bei ihm bedankt, dass er so freundliche Worte zu mir gefunden hat. Aber er wird jetzt kein Beauftragter für Kultur bei Ihnen. Das steht jedenfalls im Augenblick nicht an. Okay, mal schauen. Wir sind auf der ernsten Seite bei Javier Milei gewesen, dem argentinischen Präsidenten, der von Christian Lindner ins Spiel gebracht worden ist, weil er sagt, wir brauchen mehr Disruption. Würden Sie so weit mitgehen mit Christian Lindner? Wir brauchen so eine Disruption, die sozusagen mit der Kettensäge die Bürokratie zum Beispiel in Deutschland flext. Frau Maischberger, ich bin ehrlich gesagt völlig entsetzt gewesen, dass Christian Lindner diesen Vergleich gemacht hat. Weil? Weil das, was da zurzeit in Argentinien geschieht, wir verfolgen das ja nun auch nicht jeden Tag, aber was dieser Präsident dort macht, ruiniert das Land, tritt wirklich die Menschen mit Füßen. Und das als ein Beispiel für Deutschland zu nehmen, ich muss sagen, ich bin einigermaßen sprachlos gewesen und das passiert bei mir nicht so häufig. So viel Disruption wollen Sie nicht, aber Sie haben ein paar Dinge schon, also das Programm für den Wahlkampf kommt, glaube ich, in 2 Wochen. Sie haben ein paar Dinge aber schon versprochen, die jedenfalls radikal klingen. Wir wollen uns ein paar Stichworte rausnehmen. Schuldenbremse, Bürgergeld und nachher dann auch die Außenpolitik. Ich würde gerne mit der Schuldenbremse anfangen, weil der Generalsekretär Linnemann sagt, die Schuldenbremse ist fest verankert in der DNA von CDU, CSU. Heißt das, Sie tasten sie als Kanzler auf keinen Fall an? Wir haben das immer gesagt, dass die Schuldenbremse richtig ist, dass sie Ja. notwendig ist und dass sie vor allen Dingen nicht geschliffen werden darf, um jetzt weitere konsumtive Ausgaben zu finanzieren. Und stellen Sie sich einmal vor, wir hätten dieser Koalition noch zugestanden, ohne Schuldenbremse weiterzuarbeiten. Das hätte die FDP wahrscheinlich auch gar nicht durchgehalten. Ja. Wir können mit Schuldenbremse, ich will Ihnen einfach nur mal die Zahlen für die Jahre 2024 und 2025 sagen, wir können mit Schuldenbremse in jedem dieser beiden Jahre nochmal 50 bis 56 Milliarden. zusätzlich 50 Milliarden Schulden machen. In 2 Jahren 100 Milliarden. Das ist so viel wie der Landeshaushalt von Das Nordrhein-Westfalen. stimmt, das hat bei der Ampel gerade nicht gereicht mit den Planungen, die Sie hatten. Sie selber haben auch, glaube ich, mal eine Zahl in den Raum geworfen. Für die Bundeswehr alleine bis 2027 müssten 80 sein. Die Frage Aber das ist, ist nicht meine Zahl. ob man am Ende dann tatsächlich auskommt ohne diese Schuldenbremse. Sie sagen für konsumtive Ausgaben, aber ohne diese Schuldenbremse dann doch für andere Ausgaben zu reformieren oder auszusetzen oder zu verändern. Ich Das ist will die Ihnen, Frage. Frau Maischberger, ich will Ihnen mal sagen, warum ich bei der Schuldenbremse so klar bin. Die spart oder die schützt, sagen wir Ja. es besser so, die schützt das Geld und die Steuerzahlungen der jungen Generation. Und jetzt sitzen hier einige aus der Absolut. jüngeren Generation. Sollen wir deren Geld heute schon ausgeben, weil wir mit dem, was wir haben, nicht auskommen? Wir nehmen 1.000 Milliarden Euro Steuern ein pro Jahr. 1 Billion. Und damit sollen wir nicht auskommen? Also Punkt gemacht. Sie haben im November bei der Süddeutschen Zeitung gesagt, selbstverständlich könne man über eine Reform der Schuldenbremse reden, also dann doch anfassen. Der Sachverständigenrat hat Vorschläge gemacht, die Bundesbank hat Vorschläge gemacht. Ganz recht. Wir haben bei den Ländern ein Problem. Die Länder haben diese Flexibilität wie der Bund
sie hat nicht. Die Länder haben sehr hohe Ausgaben. Ja. Ich bleibe dabei, wir können über alle Artikel des Grundgesetzes ab dem Artikel 20 aufwärts reden, bis 146. Nur die Frage ist doch, was sind jetzt heute unsere Prioritäten? Entschuldigung, habe ich Sie jetzt so verstanden, dass man sehr wohl auch über die Reform der Schuldenbremse mit Ihnen als Kanzler reden wird? Da sind ja die Mehrheitsverhältnisse anders vielleicht im Bundestag. Sie brauchen eine Zweidrittelmehrheit. Da schauen wir dann mal, wenn wir über dieses Thema überhaupt eines Tages reden. Und ich habe mir angewöhnt, in der Politik niemals nie zu sagen. Das ist der Satz. Wir wissen nicht, was morgen und was übermorgen an Herausforderungen auf uns zukommt. Aber von heute an betrachtet, bin ich fest davon überzeugt, dass ohne eine Änderung der Schuldenbremse die Probleme, die wir jetzt haben, lösbar sind. Von heute aus betrachtet. So, mehr kann ich nicht tun. Heißt aber im Februar mit Donald Trump im Haus, mit einer Wirtschaftskrise vielleicht, was passiert, anders sein. Ja, was passiert noch mit Russland? Mhm. Russland wird sich in diesen deutschen Wahlkampf mittelbar einmischen. Ja. Wir werden eine Eskalation des Konfliktes in der Ukraine sehen. Ja. Ich glaube, wir sind auf viele Herausforderungen als Europäer nicht vorbereitet gegenüber den Vereinigten Staaten von Amerika. Ich werde nicht müde, seit Wochen zu verlangen, dass wir endlich mal in der Außen- und Sicherheitspolitik eine europäische Kontaktgruppe bilden aus Deutschland, Frankreich, Polen, Großbritannien, die sich darauf vorbereiten, was am 20. Januar 2025 in Washington passiert. Wir starren wie die Kaninchen auf die Schlange dieser Präsidentschaft und haben keine Antworten. So, das ist aus meiner Sicht viel, viel wichtiger, darüber heute mal nachzudenken, welche Antworten geben wir in der Handelspolitik, in der Wirtschaftspolitik, in der Verteidigungspolitik, in der Russland- und Ukraine-Politik. Das ist alles etwas, auf das Deutschland nicht vorbereitet ist. Übrigens, wenn ich das nochmal sagen darf, Frau Marschberger, diese Debatte um die FDP ist schön und gut, aber das ist doch vergleichsweise so ein Problem gegenüber dem, was wir jetzt tatsächlich richtig, in Deutschland wird, und Europa lösen müssen. Aber es wird natürlich dann wieder zur Frage, wenn man sich fragt, wem vertraut man gerade in diesen schwierigen Zeiten das Land an? Und deswegen reden wir jetzt eben in diesem Moment über die FDP und über die Schuldenbremse auch, weil das ist ja ein Versprechen. Das heißt also, ich, um da nur einfach einen Strich drunter zu ziehen, Stand heute würden Sie auch eine Reform nicht anfassen, aber Sie schließen nicht aus, dass es dann im nächsten Jahr, wenn Sie Kanzler sind. Wir halten diese Schuldenbremse für richtig und wir werden viele andere Themen zu behandeln haben, bevor wir noch einmal über das Thema weiter, übrigens nicht nur in aber Deutschland, kann, wir haben auch, wir haben Sie eine, haben es nicht ausgeschlossen, das kann ich so festhalten. Wir haben europäische Vereinbarungen, gerade ist heute am Tag die französische Regierung auseinandergebrochen. Absolut. Frankreich hat eine enorm hohe Staatsverschuldung, wir haben eine gemeinsame europäische Währung, die wir stabil halten müssen. Da kommen jetzt so viele Themen zusammen. Mhm. Da ist auch das Thema Schuldenbremse, ganz offen gestanden, es ist mir zu klein. Wir müssen das etwas im größeren Kontext sehen, was wir zurzeit erleben. Ich nehme trotzdem einfach zur Kenntnis, die Tür ist nicht ganz zu, sie bleibt offen. Sie ist zu im Sinne von, wir müssen Disziplin halten mit unseren Staatsfinanzen. Okay. Und nochmal, ich schaue auch auf Sie die junge gucken, Generation ja. Und ich möchte von denen nicht eines Tages hören, was habt ihr da im Jahr 2024, 2025 gemacht? Ihr habt unsere Zukunft verfrühstückt, dafür stehe ich nicht zur Verfügung. Gut, es kann ja das Argument auch andersrum sein, ihr habt die Infrastruktur nicht gebaut, die Bildung nicht finanziert, blablabla. Also das könnte auch passieren und deswegen, aber ich mache einen Strich darunter und habe festgestellt, dass Sie da versuchen, jedenfalls klar zu bleiben. Bürgergeld. Das ist etwas, da haben Sie gesagt, wir werden dieses Bürgergeld abschaffen. Ja, das klingt groß. Das fängt schon mit dem Begriff an. Genau, die neue Grundsicherung soll es heißen. Heißt das, dass mit einem Kanzler Merz jemand, der arbeiten kann und es nicht tut, er nur noch ein Minimum zum Leben bekommt? Und das ist dann 563 Euro. Naja, das kommt ja darauf an, auch wo er wohnt und wie er wohnt. Da bleibt ja dann auch ein Rechtsanspruch auf Wohngeld vorhanden. Ja, wir wollen diese 1,7 Millionen, die Sie eben ja auch selber genannt haben, die arbeitsfähig sind und denen ich keinen Vorwurf mache. Den Vorwurf mache ich uns. Wir haben ein System geschaffen, das es für diese Menschen attraktiver macht, nicht zu arbeiten und Transferleistungen zu bekommen, als in den Arbeitsmarkt zu gehen. Das haben Sie ja eben auch in Ihrer kleinen Diskussionsrunde schon einmal angesprochen. Das hatten wir vor 20 Jahren schon mal anders. Mhm. Da hat es eine Reform gegeben, die nannte sich damals Hartz IV, auch kein besonders glücklicher Begriff, aber so war es nun mal. Und die hat dafür gesorgt, dass wir einen Höchststand an Beschäftigung gehabt haben und ein hohes Wirtschaftswachstum. Und da müssen wir wieder hinkommen. So, 1,7 Millionen. Davon sind viele ohne Qualifikation mit mentalen Schwierigkeiten, so hört man es von der Bundesagentur für Arbeit. Die Totalverweigerer sind eben die genannten, also die statistisch erfassten 17.000. Heißt es, dass Sie bei denen, wo Sie den Willen nicht erkennen, die auf Null setzen? Wir haben in Deutschland keine Arbeitspflicht.
Niemand wird zur Arbeit gezwungen. Aber jemand, der die steuerfinanzierten Leistungen in Anspruch nimmt. Ja, die Frage ist, wie man sie dazu bekommt. So, dem kann man doch sagen, wenn du dich verweigerst, eine Beschäftigung anzunehmen, mit der du wenigstens Teile deines eigenen Lebensunterhaltes verdienst, dann gehen wir davon aus, dass du die steuerfinanzierten Sozialleistungen nicht brauchst. Und dann wollen sie ihn auf Null setzen, wohl wissend, dass das Bundesverfassungsgericht dieses... Wir wollen ihn nicht auf Null setzen, aber er wird dann mit einem absoluten Minimum auskommen müssen. Und das ist zulässig. Das Verfassungsgericht hat da einen Spielraum eröffnet, der größer ist als der im Augenblick wahrgenommen wird. Nennen Sie uns mal eine Zahl. 1,7 Millionen sind da jetzt gerade. Wie viel davon glauben Sie, dass Sie dann in Arbeit kriegen? Ich gebe Ihnen mal eine Zahl, die auch die Wirkung zeigt. Wenn Sie von den 1,7 Millionen 100.000 in Beschäftigung bringen, das ist ein kleiner Teil. Das ist ein relativ kleiner Teil. Ich glaube, da geht sehr viel mehr. Dann hätten wir zwischen 2 und 3 Milliarden Euro höhere Steuereinnahmen und geringere Ausgaben. Also Sie könnten jenseits der eingesparten Transferleistungen eine ganze Reihe von Wirkungen erzielen, auch auf die öffentlichen Haushalte. Und das müssen wir hinbekommen. Wir schauen uns das an. Das GEG, das sogenannte Heizungsgesetz, da hat Herr Spahn aber auch ihr Wirtschaftswendepapier geschrieben, wir schaffen das Habecksche Heizungsgesetz ab. Das heißt, mit einem Kanzler Merz darf ab Februar 2025 dann jeder in seinen Keller bauen, was er will. Er kann Öl, Gas, Atomkraftwerke reinstellen, alles geht. Ja, ich stelle mir in meinen Keller ein kleines Atomkraftwerk. Ja. Also, Frau Maischberger, auch da gibt es ja eine, da gibt es ja ein Gesetz, das es vorher gab. Sie haben den Namen richtig genannt. Der SPD. So, genau, das war das Gebäudeenergiegesetz, gab es, keine Erfindung dieser Koalition. Ja. Und das war ein sehr kluges Gesetz. Das hat nämlich dafür gesorgt, dass über die Jahre sukzessive die alten Ölheizungen ausgebaut werden sollten und mussten und neue. Es war zum Teil strenger als das, was wir haben. Und es war zum Teil strenger, aber es war eben technologieoffen und es war nicht einseitig auf die Wärmepumpe ausgerichtet. Sehen Sie, was hat Habeck hingekriegt? Der hat für das Jahr 2023 hinbekommen, dass wir den Höchststand an Öl- und Gaskraftwerken in die Keller eingebaut haben, die wir jemals hatten. Also er hat das glatte Gegenteil von dem erreicht, was er mit der Wärmepumpe eigentlich erreichen wollte. Ja. Wir wollen es den Menschen überlassen, zu sagen, welche Heizung sie einbauen, aber wir wollen dafür sorgen, dass die Grenzwerte bei CO2 allesamt erfüllen. Das heißt am Ende, dass wir die alte Regelung wieder in Kraft setzen, dass sukzessive über die Jahre der Ersatz eben wirklich CO2-neutral ist. Das heißt, und das wird besser gelingen als das, was Also wenn Sie das alte Gesetz wieder in Kraft setzen... Da stand ja drin sozusagen Heizungen, die nach 91 eingebaut worden sind und die diese Bedingungen nicht erfüllen, die müssen nach 30 Jahren müssen sie rausgerissen werden. Das heißt also sukzessive ab 2021, 22 und so weiter. Die Leute, die diese Heizung haben, dürfen, müssen sie dann raus. Ja, wir müssen natürlich jetzt im Lichte des Gesetzes, die Zeitabläufe sind ja da, den Bestandsschutz uns angucken. Wir werden natürlich die Menschen in Deutschland nicht zwingen, übermorgen die Heizung zu ersetzen. Ja, wenn Sie das alte Gesetz wieder in Kraft setzen, da schreibt man dann neue Übergangsfristen rein in dieses Gesetz. Das ist doch der ganz normale Vorgang. Das ist jetzt falsch gemacht worden, das müssen wir korrigieren. Dazwischen liegen 3 Jahre. Also muss man den Menschen auch die Chance geben, den Übergang vernünftig zu gestalten. Aber wir halten fest, Sie werden auch die Heizungseinbau regulieren. Denn wie das früher ja richtigerweise der Fall war. Das ist nie anders gewesen. Und wie die EU das ja auch vorschreibt und die sind zum Teil auch strenger als der Habeck. Nee, das heißt, Sie schaffen den Habeck ab, aber Sie wollen etwas machen. Also Habeck schaffe ich nicht ab. So weit gehen auch meine Möglichkeiten nicht. Aber das würden Sie gerne, ne? Also wir werden dieses Gesetz korrigieren und zwar auf den ursprünglichen Bestand wieder zurückbringen. Aber es heißt nicht, dass jeder machen kann, was er will. Natürlich nicht. Das konnte auch vorher nicht jeder machen, was er will. Wir werden es so wieder regeln, dass die Menschen eine eigene Entscheidung treffen können, was sie einbauen. Und wir werden Grenzwerte haben, die dafür sorgen, dass wir in der Zeit auch CO2-frei im Haus heizen. Und das ist doch eine gute Nachricht. Am Ende könnte es dann trotzdem das Aus für Öl- und Gasheizungen bedeuten. Ja, das wird das Aus für Öl- und Gasheizungen bedeuten, aber eben in einer überschaubaren Zeit und vor allen Dingen in einer Zeit, wo die Menschen sich das auch leisten können in ihren privaten Häusern. Und dann irgendwann mal ist der Habeck abgeschafft, aber das Gesetz nicht. Darf ich Sie bitten, ein paar Satzvervollständigungen mit mir durchzugehen? Also, ich fange an, Sie machen weiter. Söders Forderung nach einer geistig-moralischen Wende? Bezieht sich auf Helmut Kohl 1983, war damals richtig, heute würden wir es anders formulieren. Sie, eher nicht. Anders als Armin Laschet habe ich Söder in den Griff bekommen, indem wir anständig miteinander umgegangen sind.
Was lachen Sie? Es lag nicht an Laschet, dass der das nicht geschafft hat. Ich habe gesagt, wir anständig miteinander umgegangen sind. Dass die CSU eine schwarz-grüne Regierung verhindern wird? Steht nirgendwo aufgeschrieben. Für Herrn Söder schon. Also Markus Söder hat sich vor einigen Tagen sehr viel differenzierter geäußert. Habeck und das ist weg. Er hat gesagt, diese Wirtschaftspolitik muss ersetzt werden. Da brauchen wir einen. Habeck kommt jetzt auch nicht mehr vor. Wir brauchen einen. Wissen Sie, wer das macht, ist doch eine zweitrangige Frage. Entscheidend ist, was wir in einem möglichen Koalitionsvertrag aufschreiben. Und da brauchen wir gerade in der Wirtschaftspolitik einen Politikwechsel in Deutschland. Mit Habeck oder ohne Habeck, das muss Habeck entscheiden, wenn er noch dabei ist. Gute Worte. In meinem Kabinett wird es keine Parität von Männern und Frauen geben, weil... Wer hat das gesagt? Sie? Nö. Dann sagen Sie heute, es wird in eine Parität In meinem Kabinett, geben? Wenn wir denn dazu kommen, wird es zuallererst nach richtig guter fachlicher Expertise gehen. Ja, das schließt dann alle CSU-Verkehrsminister aus, oder? Also... Wenn Sie hören ja immer genau zu, dass in diesem Falle hat die CSU von sich aus gesagt, dass sie das Verkehrsministerium gar nicht mehr haben wollen. Also Sie streben Parität an, kann ich das so festhalten? Parität, nicht Parität, sondern 100% Kompetenz. 100% Parität. Meine schwachen Zustimmungswerte bei Frauen? Stimmen nicht. Stimmt, zwei Umfragen haben wir nachgeguckt. Sie sind auf jeden Fall bei den Frauen hinter den Männern. Scholz ist bei den Frauen ein Stückchen weiter vorne. Ja, bei den jungen Frauen sieht es ganz schlecht aus. Ein Stückchen, ja. Bei den jungen Frauen sieht es ganz schlecht aus. Aber wir liegen in den Umfragen jetzt bei 32-37%. Da muss Scholz erstmal hinkommen. Mit Frauen. Dass die FDP den Ampelbruch unter dem Titel D-Day plante. Einigermaßen geschmacklos. Das ist aber kurz. Ja, Sie haben doch nach kurzen Antworten gefragt. Alle waren länger bisher. Ja, meine nicht. Mhm. Eine Mehrheit rechts der Mitte, wie Alice Weidel sie sieht? Nicht mit der AfD und nicht mit Frau Weidel. Dass Michael Kretschmer sagt, in Sachsen müsse man auch mit der AfD reden? Hat er nie gesagt, sondern er hat ein Gespräch mit dem Vorsitzenden geführt und hat klargestellt, dass mit dieser AfD auch in Sachsen nicht regiert wird. Das stimmt, aber er hat gesagt, man muss in bestimmten Fragen vermutlich... Naja, schauen Sie, die AfD sitzt im Ältestenrat des Deutschen Bundestages. Die Bundestagspräsidentin lädt die Fraktionsvorsitzenden zu einem Abendessen ein, da sitzt Frau Weidel mit mir am Tisch. Ich kann mir schönere Abende vorstellen, aber soll ich deswegen da wegbleiben? Soll ich deswegen da wegbleiben? Nein. So, also man redet doch aus den Funktionen heraus miteinander, wenn es nötig ist, mehr nicht. Und ansonsten ist die Sache klar, wir regieren nicht mit der AfD. In Sachsen wird es komplizierter, aber ja. Angela Merkels Biografie ist? 800 Seiten lang. Stimmt nicht, es sind 740. 740. Ja. Mit Anhang 800. Sie haben den Anhang zuerst gelesen. Wie oft Sie vorkommen? Die Danksagung. Bei der Buchvorstellung von Angela Merkel in der vergangenen Woche hat Anne Will sie gefragt, ob sie es ihnen gönnt, dass sie jetzt wirklich demnächst vielleicht Kanzler werden. Das ist die Antwort von Angela Merkel. Herr Linde Kölbel hat mich mal gefragt, ganz früh, als ich noch Ministerin war, haben Sie den unbedingten Willen zur Macht? Und man braucht diesen unbedingten Willen zur Macht. Was ich sagen will ist, Friedrich Merz hat ihn auch und deshalb gönne ich es ihm. Okay, vielen Dank. Das kam von Herzen, oder? Ja. Sie hat im Spiegel noch gesagt, wer so weit gekommen ist, der muss über irgendwelche Eigenschaften verfügen, die ihn dazu befähigen. Hätten Sie sich da so ein bisschen mehr Unterstützung gewünscht? Nee, das ist für Angela Merkel schon ziemlich viel. Irgendwelche Eigenschaften? Ja, eben deswegen gesagt, das ist für Angela Merkel schon ziemlich viel. Aha. Sie haben ja Ihre Regierung mal als grottenschlecht bezeichnet. War sie damals auch. Mhm. Fragen Sie manchmal bei Angela Merkel um Rat? Nein. Nein, sie hat ja auch ganz bewusst darauf verzichtet, bei uns noch irgendeine Rolle zu spielen. Mhm. Sie ist aus der Adenauer Stiftung ausgetreten und sie wollte das nicht. Und das respektieren wir auch. Sie gibt Ihnen gerade sozusagen über die Biografie ein paar Ratschläge. Sie konterkariert, was Sie wollen. Also zum Beispiel die Reform der Schuldenbremse hält sie für absolut notwendig. Sie sagt, die Atomkraft wird nicht wieder zurückkommen. Und vor allem ist sie gegen Zurückweisungen an der Grenze. Sie findet, sie hätte das richtig gemacht. Und sie sagt, es ist eine Illusion anzunehmen, alles wird gut, wenn wir Flüchtlinge an der deutschen Grenze zurück
weisen. Das ist das, was Sie wollen. Versprechen Sie da etwas, was Sie nicht halten? Nein, der letzte Satz stimmt. Das hat auch von uns niemand behauptet, dass alles gut wird, wenn wir zurückweisen. Nur wir sind in der Flüchtlingspolitik, und zwar einstimmig in der Bundestagsfraktion, heute unter meiner Führung ganz anderer Meinung als in den Jahren 2015 bis 2018. So, und das bleibt bei Angela Merkel. Sie kann das nach wie vor so denken und auch schreiben. Wir sind anderer Meinung. Mhm. Und die Zurückweisungen an der Grenze werden kommen? Flächendeckend? Die werden kommen, wenn wir die Regierungsverantwortung übernehmen. Sie sind rechtlich zulässig, sie sind technisch machbar und ich finde, sie sind politisch geboten. Wir haben nach wie vor in Deutschland einen zu hohen Zuzug an illegaler Migration. Mhm. Und wir müssen das korrigieren. Ich fühle mich nicht wohl dabei, das will ich auch ausdrücklich sagen. Ich bin, wie Sie wissen, wirklich europäisch geprägt. Sie waren im Europäischen Parlament. Ich war im Europäischen Parlament. Ich war in der Zeit im Europäischen Parlament, wo wir den europäischen Binnenmarkt beschlossen haben. Also mit der Freizügigkeit, auch der Personenfreizügigkeit. Ich habe offene Grenzen in Europa immer sehr begrüßt. Habe allerdings auch immer schon gesagt, wenn wir die Binnengrenzen öffnen, müssen wir die Außengrenzen schützen. Mhm. Und wir schützen die Außengrenzen im Augenblick nicht genug. Also müssen wir leider die Binnengrenzen wieder besser kontrollieren. Sie sind, was dieses Thema angeht und auch andere Themen, das sagen manche, die Sie lange beobachten, sehr viel gemäßigter im Ton geworden, vielleicht schon mit Blick auf das Kanzleramt. Die Angst der Parteifreunde geht ja manchmal dahin, der Friedrich Merz, der kann manchmal so ein paar Sachen rausholen, die kann man nicht mehr einholen. Wir zitieren eine, die Parteivize Karin Prien, die das so ausdrückt. Manchmal denkt man, dass er an der einen oder anderen Stelle zu impulsiv ist. Und dann kommt es eben zu Äußerungen, die sich dann in den nachfolgenden Debatten als schwierig erweisen. Wann waren Sie mal zu impulsiv? Weiß ich nicht. Ich bin engagiert. Also wenn Sie sowas wie die Paschas sagen oder die Zahnärzte, ist das auch da gar nicht impulsiv, sondern insbesondere auf die Paschas habe ich enorm viel Zuspruch bekommen. Ja, also das war ein Zitat. Impulsiv, ne? Das war ein Zitat von zwei Lehrerinnen, die mir das mal in einem Schulbesuch gesagt haben, dass sie mit diesen kleinen Paschas, so wie sie sich ausgedrückt haben, nicht mehr zurechtkommen. Beim Sozialtourismus haben sie es mal dann zurückgenommen. Ja. Also ist das impulsiv oder ist das kalkuliert, habe ich mich gefragt. Also ich versuche, meine politische Meinung auch in klare Worte zu fassen. Mhm. Und dass das nicht immer nach dem Duden hundertprozentig gut gelingt, bin ich vielleicht einer der wenigen, der das zugibt, aber ich gebe das zu. Mhm. Trotzdem versuche ich, meine politische Meinung klar zum Ausdruck zu bringen. Und ich finde, wir haben nicht ein Übermaß an Klarheit in Deutschland, sondern vielleicht ein bisschen Mangel an Klarheit. Ich möchte jedenfalls unterscheidbar sein, auch als Parteivorsitzender der CDU, von anderen Parteien. Und das macht im Übrigen, Frau Maischberger, auch die Demokratie aus. Wenn alle gleich daherreden und die Bevölkerung nicht mehr weiß, wo sind eigentlich die Unterschiede, dann leidet die Demokratie. Das genau wurde auch Olaf Scholz gefragt. Wo sind denn eigentlich die charakterlichen Unterschiede bei Karim Joska, hat er das gesagt. Ich finde, die Unterschiede zwischen uns sind groß. Im Charakter und Temperament. Aha. Wo ist denn da der größte Charakterunterschied, Herr Scholz? Ich finde mich etwas cooler, wenn es um Staatsangelegenheiten betrifft. Ja. Sie scheinen dem nicht zuzustimmen. Also, wie cool jemand ist, das sollte er nicht selbst beurteilen. Mhm. Aber auch das überlasse ich gern dem Kanzler. Also der Olaf Scholz steigt gerade leicht in Umfragen. Es könnte an mehreren Sachen liegen. Manche sagen, es liegt auch daran, dass er mit der Ukraine-Krieg-Politik, wie er sie führt, einen Punkt gefunden hat und vor allem einen Angriffspunkt gegen Sie. Er wirft Ihnen vor, in Ihrer Haltung zum Taurus, und er sagt wörtlich, Sie würden Putin ein Ultimatum stellen und damit russisch Roulette mit der Sicherheit Deutschlands spielen. Tun Sie das? Also jetzt wird es wirklich ernst. Ja. Ich habe das nicht gesagt, das weiß Scholz auch. Manchmal ist die halbe Wahrheit schlimmer als die ganze Unwahrheit. Ja. Ich habe im Deutschen Bundestag gesagt, wir sollten der Ukraine auch eine Möglichkeit geben, zum Beispiel der russischen Seite zu sagen, wenn die Bombardements der Zivilbevölkerung, der Infrastruktur, der Energie nicht aufhören, dann werden die Reichweiten genutzt, bis auf militärische Ziele in Russland. Und wenn das dann immer noch nicht aufhört, dann sollte die Ukraine in die Lage versetzt werden, so wie übrigens von den Briten, was es geht und es nicht tut. Und Deutschland. Ich will das Video auf jeden Fall nicht in die Länge ziehen. Ich werde das Interview von Sandra Maischberger, diesen Link hier, ihr kennt das ja, werde ich nachher in diesen YouTube-Video mit hineinpacken. Und Markus Söder hat sich heute auch dazu geäußert und hat heute auch ganz klare Worte gefunden.
Er hat das bei X, also bei Twitter, hat er gepostet. Es braucht einen Neuanfang für Deutschland. Die Wirtschaft ist in einer schweren Krise. Die völlig verfehlte Wirtschaftspolitik der Grünen ist dafür mitverantwortlich. Wir wollen Deutschland wieder in Ordnung bringen. Damit hat er recht. Und dazu hat er ein Video dazu veröffentlicht auf Twitter. X, oder für mich ist das immer noch Twitter, ihr wisst ja, was ich meine, Twitter oder X oder wie auch immer. Und da schauen wir jetzt mal rein, was er gesagt hat. Unser Land ist in einer tiefgreifenden Rezession. Es rutscht gerade und es wackelt. Und wer trägt eigentlich dafür Verantwortung? Woanders geht es besser. Also muss es an der deutschen Politik liegen. Und wer ist verantwortlich? Der Bundeswirtschaftsminister. Jetzt wieder eine neue Pleite. Nach Heizgesetz. Nach einem völlig verunglückten AKW-Ausstieg. Jetzt wieder eine Pleite, möglicherweise ein 600-Millionen-Loch, das droht, bei einer Batteriefabrik in Schleswig-Holstein, wo Herr Habeck sich dafür eingesetzt hat. Sorry, das ist einfach inkompetent. Robert Habeck kann keine Wirtschaftspolitik. Warum soll die Grünen, warum soll Robert Habeck weiter in der Regierung bleiben? Mit der CSU gibt es kein Schwarz-Grün, kein Robert Habeck mehr als Wirtschaftsminister. Am besten bitte in die Opposition, denn da gehören die Grünen hin. Also genau, und da habt ihr es gehört, der Markus Söder sagt genau das Gegenteil. Söder wird beim Thema Habeck sehr deutlich. Welt schreibt, bei Maischberger schloss CDU-Chef Merz eine schwarz-grüne Koalition nicht aus. Habt ihr eben ja in dem Interview gesehen. Wir brauchen in der Wirtschaftspolitik einen Britwechsel, sagte der Kanzlerkandidat der Union. Und mit Habeck ohne, das muss Habeck entscheiden, sagte Merz. Söder sieht das anders. In einem View auf X ließ er seinen unmutfreien Lauf, was ich euch ja gezeigt habe. Also, man weiß gar nicht, also ich persönlich weiß nicht, für was die CDU jetzt genau steht. Wollen sie jetzt mit den Grünen koalieren, wollen sie nicht mit den Grünen koalieren? Das ist immer so eine Sache oder so eine Frage, wo ich mir denke, was wollen die jetzt eigentlich von mir? Für mich ist diese CDU, sage ich euch ganz ehrlich, wie es ist, dieser Schlingerkurs. Wenn man im Wahlkampf geht, sollte man sich von solchen Koalitionsgesprächen oder sowas zurückhalten. Erst Wahlkampf machen und dann über Koalition nachdenken. Ich weiß nicht, für was die CDU eigentlich steht. Was wollen die eigentlich von mir? Wollen die jetzt mit den Grünen? Wollen sie nicht mit den Grünen? Ich gehe mal davon aus, dass die mit der Grünen Koalition, den Grünen koalieren werden. Entweder mit CDU oder SPD oder CDU oder Grüne Partei. Aber es ist wirklich, ja, ganz vergessen, das ist halt das dreckige Politikgeschäft. Da würde ich mal sagen, das war es erstmal wieder von mir. Video packe ich euch in die Infobox rein. Ich würde mal sagen, macht es gut und auf Wiedersehen.